Nach einer langen Zeit gibt es mal wieder neue Infos zu den nächsten Updates in GTA 5 Online. Und um diesen Infos soll es in diesem Video gehen, denn der Publisher von GTA 5, also Take-Two Interactive, hat bei einer Umsatzkonferenz bekannt gegeben, wie erfolgreich GTA 5 ist bzw. war. Und wie es in Zukunft weitergehen wird. Wenn du zu diesem Thema keine weiteren Videos verpassen möchtest, dann aktiviert unbedingt die Glocke, um keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. So, und als kleines Dankeschön habe ich zusammen mit meinem Modder gedacht, dass wir euch ein Geschenk machen, da ihr uns so krass supportet. Denn ihr könnt einen kostenlosen Unlock All für GTA 5 Online gewinnen und alles, was ihr dafür machen müsst, wäre, dass ihr beim neuen Gewinnspiel mitmacht. Hierbei müsst ihr nämlich meinen Kanal abonniert haben und dazu ganz wichtig, dieses Video geliked haben. Sobald ihr das gemacht habt, müsst ihr noch einen Kommentar mit dem Hashtag Ehre schreiben, um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen. Dazu könnt ihr, wenn ihr Bock drauf habt, dieses Video ein paar Freunden teilen, um eine bessere Gewinnchance zu haben. Allerdings ist es freiwillig und muss auch nicht zwingend gemacht werden. Das Gewinnspiel wird dann auf jeden Fall am 23. Mai 2018 an einem Mittwoch enden und danach direkt aufgelöst. Aber nun kommen wir mal direkt zum eigentlichen Video und hier starte ich damit, dass ich einen vom letzten Video grüße. Im letzten Video hat nämlich der MuskayTV geschrieben: Du bist der beste YouTuber, ich finde dich geil, Hashtag Ehre. Mach weiter so und hoffentlich kriegst du mehr Abos. Und danke erstmal an dich für dein nettes Kommentar, bleib so wie du bist und somit viel Spaß weiterhin hier auf meinem Kanal. So, und falls ihr euch an dieser Stelle günstige Spiele für die PlayStation 4 oder für den PC kaufen wolltet, dann schaut mal unbedingt in die Videobeschreibung vorbei, denn dort habe ich einen Link zu MMOGA, wo ihr die besten Preise für Spiele, Guthabenkarten und mehr findet. Außerdem würde es mich freuen, wenn ihr auch etwas über meinen Link bestellt, da ich somit eine Provision bekomme, mit der ich meine Gewinnspiele finanzieren kann. Und yes, Freunde, jetzt kommen wir mal direkt zum eigentlichen Thema von diesem Video. Hier starten wir nämlich direkt damit, was wir in GTA 5 Online noch alles bekommen werden. Stross Zelnick schrieb nämlich, dass viele Spieler die meiste Zeit in GTA 5 Online verbringen, nachdem sie Sharkcards gekauft haben. Dazu hat er bekannt gegeben, dass im Juni, Juli und September 2017 fette Rekorde geknackt wurden. Aber was ist denn überhaupt in diesen Monaten passiert? Hier starten wir mal mit dem Juni und das war auch der erste Monat im Sommer, bei denen viele Menschen Zeit hatten, GTA 5 Online zu spielen. Das war nämlich die Zeit, in der das Gunrunning DLC erschienen ist, aber jetzt kommen wir mal zum Juli, da dieser Monat an dieser Stelle auch ziemlich erfolgreich war. Das liegt unter anderem daran, dass es noch Sommer war und im Vormonat ein neues krasses DLC für GTA Online erschienen ist. Danach war es aber komisch. Rockstar Games hat in diesem Zeitraum eine Pause für neuen Content gemacht, da nun wieder viele zur Schule gehen und keine Zeit für Spielen haben. Dann ging es aber im September richtig ab, da wir das neue Smuggler's Run DLC bekommen haben. Das erste Mal konnten wir einen Hangar im Online-Modus kaufen und das hat wieder viele Spieler dazu gebracht, GTA 5 anzumachen und das Spiel einfach zu spielen. Außerdem war das Jahr 2017 das fetteste Jahr für Sharkcards, Verkäufe und das wundert mich an dieser Stelle auch gar nicht. Denn wenn ihr bedenkt, wie viele Updates und neuer Content erschienen ist, dann ist es klar, dass Rockstar Games bzw. Take-Two Interactive sehr viel Geld mit Sharkcards gemacht hat. Im Jahre 2017 haben wir nämlich das Cunning Stunts DLC bekommen, wir haben Gunrunning Smuggler's Run und The Doomsday Heist neu ins Spiel bekommen. Das waren auch zu der Zeit die teuersten DLCs und somit ist es klar, dass man hier sehr viel Geld durch den Sharkcards angeboten gemacht hat. Nun kommen wir aber mal zu einer anderen Information und zwar hat der Präsident von Take-Two Interactive, Carl Slev, zusammengefasst geschrieben, dass wir bis 2019 neue Updates für GTA 5 Online bekommen.
Somit wird dieses Jahr nicht das letzte sein, in dem wir neue Updates bekommen. Es gibt auch viele, die dachten, dass das nächste DLC das letzte sein wird. Nun wissen wir aber, dass Rockstar Games noch weitere Pläne mit GTA Online hat. Allerdings wissen wir nicht, ob wir große Updates bekommen oder nur kleine. Und hierzu hat jemand den Präsidenten von Take-Two gefragt, ob wir neue DLCs mit Qualität bekommen und ob das ja das letzte mit neuen Updates sein soll. Und da meinte der Präsident indirekt, dass Rockstar Games weitere DLCs für GTA 5 Online rausbringt und das Ganze weiter supportet. Somit können wir ein weiteres Jahr genießen und außerdem können wir schauen, ob dieses Jahr noch erfolgreicher wird als das letzte Jahr von GTA 5 Online. Und dazu müssen wir bedenken, dass Red Dead Redemption 2 in diesem Jahr erscheinen wird. Aus diesem Grund gehe ich davon aus, dass wir nach dem Release für eine Zeit lang eine Pause von GTA 5 Online Updates bzw. DLCs haben werden. Allerdings werden wir dann safe im Dezember ein fettes Update bekommen, das richtig heftig sein wird. Denn das ist die perfekte Zeit, ein neues großes DLC zu veröffentlichen, bei dem wir eine Menge dazu bekommen. Und dazu haben die meisten Leute während dem Winter Bock zu zocken, aber dennoch werden wir eine Pause bekommen, nachdem Red Dead Redemption dann erschienen ist. Also zusammengefasst wurde in dieser Konferenz gesagt, dass GTA Online ziemlich erfolgreich mit Shulkards sind, da sehr viele Spieler solche kaufen, um Geld in GTA 5 Online zu haben. Außerdem hat Rockstar Games bestätigt, dass wir neue Updates weiter bis hin zu 2019 noch bekommen werden. Nun stellt sich aber wie gesagt die Frage, werden wir große Updates oder lediglich kleine Updates für GTA 5 Online bekommen? Und ich denke, dass wir unter anderem große Updates bekommen, hier werden wir aber nicht viele in GTA Online bekommen, sondern nur 1 bis 2, das denke ich auf jeden Fall. Ansonsten werden wir, denke ich, aber noch viele kleine Updates erhalten. Aber das waren nun alle neuen Informationen, die wir zu neuen Updates in GTA 5 haben. Somit würde es mich freuen, wenn ihr dieses Video mit einem Daumen nach oben bewerten würdet. Außerdem kannst du mich gerne kostenlos abonnieren, um in Zukunft keine Videos mehr zu verpassen. Also bleibt dran, viel Spaß weiterhin hier auf meinem Kanal, danke fürs Zuschauen und tschüss Leute.